Hallo und herzlich willkommen zum Tageslicht für Dienstag, den 20.02. Schauen wir, was haben wir heute an Energie? Was steht da parat? Ho, die Dame. Ja, Mensch. Sind wir hier wirklich so gut ausgestattet, dass wir einfach auch mal ganz uns um uns selbst kümmern dürfen, auf uns selbst konzentrieren dürfen. Die Dame steht mit uns in Verbindung, die wir hier zuschauen, Entschuldigung, egal ob Mann oder Frau, ja. Auch für die Intuition, unsere eigene Intuition, auch dafür steht die Dame. Und ja, ist das heute ein, verdient das heute das wesentliche Augenmerk, inwiefern? Haha, die Welt, ja, der Erfolg. Vielleicht auch Schwangerschaft, falls das für dich denkbar ist, wünschenswert ist. Ja. Aber hier kommst du selber mit einem Zyklus, mit einem Lebenszyklus, einem Projekt, mit dem, woran du gewirkt hast, ne, auch für dich selbst. Deine eigene Transformation, die kommt hier zu einem erfolgreichen Ende. Erfolgreich. Ne? Das Kapitel ist dann wirklich beendet und es steht dir eine neue Welt offen. Ja, ein Neubeginn ist möglich. Du kannst jetzt hier, hast alles Mögliche erledigt, was du tun konntest. Du hast für dich Dinge auch bearbeitet. Ja, innerlich wie äußerlich kann das zutreffen. Und nun kann es weitergehen. Ja. Vielleicht startest du auch, wie gesagt, hier einen Umzug, eine Reise. Ja, das hatten wir ja auch so ein bisschen schon mit angedeutet durch die Unterseite mit den Störchen im Lennemore. All das ist möglich, auch vielleicht den Nachwuchs, den Nestbau. Vielleicht machst du, falls es jetzt nicht um Schwangerschaft geht oder um Geburt zu Hause, eine wunderbare Aktion oder hast für dich auch etwas beschlossen, ein neues Kapitel zu starten. Wunderbar. Du hast alle Elemente zur Verfügung, alle Kräfte. Wir hatten gestern die Urkraft mit dabei. Das gibt dir den Rückenwind einfach nochmal mit und kann es dann einfach umso besser auch vorangehen. Ja, gibt es hier auch sehr viel Würdigung, Anerkennung, ja, mit der Welt, ne, steht schon auch die Ehrung in Verbindung. Ein Kreislauf ist abgeschlossen. Gleich geht die Kerze aus. Bis dahin, schnell. Oh, den Lebensweg. Ja. Kommt uns irgendwie bekannt vor, nicht wahr? Ja, das Kapitel ein Kapitel deines Lebensweges kommt hier in eine Transformation. Ja. Kommt hier zum erfolgreichen Abschluss. Hast du dein Bestes einfach auch dazu getan und zwar auch, indem du ganz bei dir selbst geblieben bist, ganz zu dir selbst gekommen bist, für dich selber eingestanden bist, ja. Und das war wichtig. Das war wichtig. Das ist das Erfolgsrezept, ja. Deiner Intuition auch zu folgen, dir selber treu zu bleiben, ja. Deiner Meinung oder ja auch deinen Ideen, deinen Zielen. Wichtig. Ich lese uns trotzdem nochmal den Text dazu vor. Viele Menschen fühlen sich von ihrer wahren Bestimmung abgebracht, sind permanent auf der Suche nach der Sinnhaftigkeit ihres Lebens. Dieses Symbol hilft dann, doch Achtung, zuerst kann es sein, dass du dem begegnest, was dich daran hindert, auf den Weg deiner Bestimmung zu kommen. Sieh dir deine Blockaden genau an und integriere sie mit Hilfe dieses Symbols. Aus deiner irdischen Sicht kann das unangenehm sein. Aus der kosmischen Sicht, kosmische Urkraft hatten wir gestern mit dabei,
dient es deinem Voranschreiten auf direktem Weg, ja, ab in ein neues Kapitel. Wundervoll. Hast du den Weg erfolgreich beschritten? Und das wird dir angezeigt. Wirst du dich wie im Himmel fühlen? Ja, das sieht hier auch so aus. Ein wundervolles Bild. Ja. Energetisiere einmalig dein Trinkwasser mit dem Zeichen, wenn du merkst, dass es jetzt das Richtige für dich ist. Bist du unsicher? Teste es aus. Ja. Hier ist mit der Welt. Also falls ihr euch so ein bisschen unsicher noch fühlt, aber hier mit der Welt wird euch eigentlich so nochmal der Stupser auch von der göttlichen geistigen Welt gegeben. Wage es, sei mutig, ne? Danach kommt der Narr, der ja wirklich ganz unbedarft und mutig und voll Vertrauen und Glauben in ein neues Kapitel startet. Ja, auf den Punkt kommst du jetzt hier, ne? Ganz bereit zu sein für ein neues Kapitel. Ja, probier es einfach auch aus, ne? Dass es für dich hier ja ganz straight auch vorangeht. Wundervoll. Transformation. Wundervoll. Ja, ich wünsche euch eine gesegnete Zeit damit. Gute Entwicklung, ja, mindestens für euch, aber sicherlich auch im Miteinander und eventuell eben auch in Sachen Familie, ne, dass da vielleicht auch etwas geschafft ist, hinsichtlich Nachwuchs vielleicht auch. Da natürlich auch eine gute Zeit mit der Schwangerschaft oder der Geburt, je nachdem. Und ja, es wurde ja hier bestätigt, das ist jetzt der Punkt, die richtige Zeit. Ihr seid da auch ja sehr geduldig gewesen habt oder wir haben da unser Möglichstes getan und nun darf ein neues Kapitel begonnen werden. Alles Liebe dafür und dann bis ganz bald. Eure Tara von Tarot Rainbow.